Kann ich meine Rente von der oder dem verstorbenen Ex-Partner wieder zurückholen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Seit den ersten Urteilen der Familien- und Sozialgerichte herrscht über diese Frage Klarheit. Es geht um die Anwendung des neuen Versorgungsausgleichsrechts seit 2009 und um die Frage, ob in bestimmten Fallkonstellationen altes Recht vor 2009 anzuwenden ist. Der überlebende Ex-Partner kann auf Antrag den Versorgungsausgleich seines verstorbenen Ex-Partners beenden. Das ist die allgemeine Rechtslage nach § 37 Versorgungsausgleichsgesetz. Das gilt aber nur, wenn der verstorbene Ex-Partner nicht mehr als 3 Jahre Leistung aus dem Versorgungsausgleich vor seinem Tode bezogen hat. Der Versorgungsausgleich kann nur mit Antrag beendet werden, aber nur dann, wenn der verstorbene Ex-Partner den Versorgungsausgleich höchstens 3 Jahre bezogen hat. Dann wird für die Zukunft der Versorgungsausgleich beendet. Durch den Versorgungsausgleich, das nochmal als allgemeine Erklärung, wurde ja die Rente des Antragstellers gekürzt. Also er hat ja was abgegeben an seine verstorbenen Ex-Partner oder Ex-Partnerin. Der Versorgungsausgleich wird grundsätzlich nur für die Zukunft aufgehoben und der Antragsteller bekommt dann wieder mehr Rente oder entsprechend mehr Rente. Beispiel: Die Ehescheidung und der Versorgungsausgleich fanden nach dem Jahr 2009 statt. Der oder die geschiedene Ex-Partnerin hatte aufgrund des Versorgungsausgleichs 500 € mehr Rentenansprüche. Also der andere Ehepartner musste die von seinen Rentenansprüchen abgeben. Heißt also mal in unserem Beispiel, wenn der Ehemann zum Beispiel 1.500 € ursprünglich Rentenansprüche gehabt hätte, musste er 500 € abgeben, hat er dann nur noch 1.000 € Rentenansprüche. Wenn jetzt seine Ex-Frau oder seine Ex-Partnerin nach 35 Kalendermonaten nach dem rechtskräftigen Versorgungsausgleich stirbt, kann er nach Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung direkt ab dem Folgemonat nach dem Antrag die 500 € mehr wieder dazu bekommen. Das heißt also, er hat dann wieder einen Rentenanspruch von 1.500 €. Wenn also zum Beispiel die Ehefrau, die Ex-Partnerin oder Ex-Frau am 16.09.2019 verstirbt und er stellt dann am 17.09.2019 den Antrag, bekommt er ab dem 1.10.2019 dann die 500 € mehr Rente obendrauf. Aber er bekommt keine Rückzahlung. Ähnliche Fallkonstellationen gibt es bei den Beamtenversorgungen. Ist der Ex-Partner, Ex-Partnerin nach dem 36. Kalendermonat des Versorgungsausgleichs verstorben, ist das Geld weg. Das heißt, dass der überlebende Ehepartner oder Ehegatte, geschiedene Ehegatte, den Versorgungsausgleich grundsätzlich nicht mehr rückgängig machen kann. Das bedeutet in unserem Beispiel, dass der überlebende Ehegatte weiterhin nur die 1.000 € Rentenansprüche hat. Er verliert 500 € und zwar für immer. Das Geld ist weg. Wie ist die Konstellation, wenn die Ehe vor 2009 geschieden wurde und der Ex-Partner vor seinem Tode mehr als 3 Jahre Leistungen aus diesem Versorgungsausgleich bezogen hat? Das klären wir in einem nächsten Video. Näheres zum Thema Versorgungsausgleich finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.